Gertrud der Husen, wir sind hier in einer neuen Mensa der Universität Duisburg-Essen. Sie haben was mit der Mensa zu tun. Was erklären Sie uns und was an der Mensa Neues auch? Ja, prima. Also mein Name ist Gertrud der Husen. Ich leite die Gastronomiebetriebe an der Universität Essen-Duisburg. Und dieser Betriebsteil ist einer unserer kleinen Betriebsteile hier in Duisburg. Es war eine ungefähr 38 Jahre alte Einrichtung, die also aufgrund ihres Alters wirklich in die Jahre gekommen ist. Hier brummte es, rauschte es. Wir haben zwar hier Ingenieure, aber das war eigentlich nicht so unser Ziel, dass wir die vergraulen, und haben uns dann entschlossen, die Mensa zu modernisieren. Das ist entstanden auf der Basis eines einheitlichen Konzeptes, was wir als Markenbildung vom DSW uns im Bereich der Gastronomie überlegt haben. DSW ist was? Das ist der Dachverband der Studentenwerke, dem alle Studentenwerke angeschlossen sind, und wir wollten ein eigenes Label haben für die Gastronomie, was es eigentlich nur an den Hochschulstandorten zu finden gibt. Also ähnlich wie Schibo, wie sämtliche Marken, wo die Studenten ein Wiedererkennungswert haben, und wir sind jetzt die vierten im Lande, die so eine Einrichtung zustande gebracht haben. Greifswald, Wuppertal und Hamburg haben bereits eine Einrichtung, und wir haben jetzt ebenfalls eine. Bei uns ist die Besonderheit, es ist hier nicht eine reine Kaffeebar, sondern es ist ein Mischbetrieb. Wir haben also unseren Mensenbereich dabei und eine Kaffeebar. Und jetzt habe ich gelesen, Sie haben einen starken Partner an Ihrer Seite. Ja, das ist die Firma Schibo, die hat dieses Konzept entwickelt. Die sind ja fit im Ladenbau, fit im Cafeteriengeschäft, und mit denen zusammen haben wir das Konzept erarbeitet. Und jetzt verraten Sie uns bestimmt noch was zu den Öffnungszeiten. Ja, die Öffnungszeiten sind morgens von 7.45 Uhr bis abends 19 Uhr bei den Vorlesungszeiten. In den vorlesungsfreien Zeiten haben wir bis 18 Uhr auf. Und wer kann die Mensa nutzen? Ich hoffe alle. Also wir hatten heute Morgen schon die ersten neugierigen Nachbarn hier. Und ich freue mich also wirklich auf jeden, der hier vorbeischaut. Wir werden natürlich an unserem Konzept noch feilen müssen. Das ist immer so, wenn man eine kurze Planungsphase hat, hat man auch die Problematik, dass man bestimmte Dinge noch nicht so ganz im Griff hat. Also wir werden auch unser Kuchensortiment überarbeiten. Wir werden noch viele Aktionen machen, hoffe ich. Vielleicht auch mal samstags einen Brunch anbieten, dass diese Einrichtung auch abends auf hat. Das ist schon die erste Neuheit, die war sonst immer nur bis 15.30 Uhr auf. Jetzt haben die Studierenden also auch und auch die Nachbarn die Möglichkeit, bis abends hier zu sitzen, Kaffee zu trinken, zu verweilen und hoffentlich auch den einen oder anderen Cappuccino trinken. Also man kann sagen, für das Ortsbild von Neudorf auch noch eine Bereicherung. Ja, würde ich sagen. Also wenn Sie es von draußen sich mal anschauen, und es ist eigentlich nicht nur diese Cafeteria, die sehr schön ist für Neudorf, sondern auch unsere beiden Wohnheime, die befinden sich ja hier in unmittelbarer Nähe, sind ja auch komplett saniert worden. Und also ich habe letztens noch gesagt, also gerade so diese optische Geschichte, das tut dem Ortsteil, glaube ich, sehr, sehr gut. Dann danke ich Ihnen und wünsche Ihnen mit dem Konzept sehr viel Erfolg. Ja, vielen Dank.